Moin Leute, was geht? Jo, ihr drittes Video heute, Digga. Ich kann nicht mehr, ich bin so tot. Wir haben jetzt 13 Uhr. Digga, meine Augen, sieht man das? Ne, die Kamera ist so schlecht, ne? Drittes Video, egal, scheiß drauf. Ich wollte mir noch die Need for Speed Heat App angucken, ja? Das machen wir jetzt mal. Ich muss jetzt hier runter gucken, ja? Ich kann euch jetzt nicht angucken, ich muss jetzt hier auf mein Handy gucken, ja? Ich hoffe, ich kann euch das irgendwie zeigen und meine Facecam noch vielleicht noch einblenden. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Mach jetzt einfach so. Wir probieren dann einfach, ja? Vielleicht funktioniert, ja? So, Kopfhörer. Digga, was ist das denn für eine Musik, Alter? Wie laut ist das denn? Boah, das ist eine Esoterik-Mucke, Alter. Warte mal. Kann ich die Scheiße hier leiser machen, Alter? Hintergrundmusik. Ciao. Hintergrundmusik. Ah ja, es gibt hier übrigens auch so einen geringe Leistungsmodus. Ja, also wenn du halt quasi so ein Schrotthandy hast, was jetzt als Schrotthandy zählt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, also ich habe schon ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, ey, das funktioniert bei mir überhaupt nicht, die App. Vielleicht könnt ihr das mal aktivieren und vielleicht geht das dann bei euch. Also ich habe jetzt ein iPhone X, nicht das XS, sondern das X. Und bei mir funktioniert anscheinend. Ja, ich habe übrigens schon mal mein EA-Konto verbunden hier. Deswegen muss ich jetzt nicht mehr machen. Also normalerweise müsst ihr hier noch links auf Konto klicken und dann einfach eure EA-E-Mail-Adresse angeben. Da hatte ich auch ein kleines Problem. Da wurde bei mir beim iPhone X unten nur so ein weißer Balken angezeigt. Da kam aber kein Schriftfeld. Da muss man irgendwie so nochmal so hochziehen oder so oder draufklicken. Naja, egal. So, was steht denn jetzt hier? Willkommen in Need for Speed Heat Studio. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tune deinen Lieblingswagen und übertrage sie mit deinem. Ja, bla, habe ich ja alles schon erklärt. Was kann ich jetzt hier machen? Alle Autos. Container. Deine gespeicherten Autos. Ja, wir haben noch nichts. Okay. Container 1 öffnen. Container 2. Ach so, veröffentlicht am 27.08. Ist ja schon in einer Woche, Alter. Ah, so. In dem Container sind wahrscheinlich die Autos drin und wir können aber noch nicht alle machen, ne? Container 6. Container 7, Container 8, Container 9, Container 10. Alter, es gibt 10 Container. Wie viel drin sind, weiß ich nicht. Wir öffnen jetzt einfach mal hier den Container 1. Hey, ich bin gespannt. Boom. Wird geladen. Ich habe auch den Ton extra auf volle Pulle gemacht. Ich dachte aber nicht, dass das so laut ist. Ach, guck mal, da ist ja schon einiges drin, Alter. Container 1. Oh, geheimes Auto. Ach so, ja, das ist der. Ah, guck mal hier. Das ist der komplette Container 1. Wir haben einen Nissan 180 SX, Mazda MX-5, den alten. Volvo 242 DL, ein Civic Type R. Oh, ein BMW i8, Alter. Schmackhaft. Schon mal direkt im ersten Drop. Ein Corvette Grand Sport, Fairlady, ein Porsche GT3 RS, nice. John Cooper Works, Countryman. Aber hier und geheimes Auto. Ja, was ist denn damit? Gesperrt. Leistung? Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, freischalten, Digga. Was ist da los? Keine WLAN-Verbindung gefunden. Es wird doch egal. Ich hab Business-Vertrag, Junge. Lad runter die Scheiße. Guck mal, da ist der Polster, Polster. Der Polster, Polster. Ja, warum ist der geheim, Alter? Konnte ich einfach so freischalten. Glückwunsch, du hast folgendes Auto freigeschaltet. Polster One. Ja, nice. Das ist das Cover-Car. Zur Werkstatt. Sollen wir den direkt tun einfach mal so? Nee, oder? Nee, warte mal. Wir müssen ein anderes Auto nehmen. Irgendwas, was man kennt. So, ich muss mal. Digga, ich weiß nicht, wie ich mein Handy halten soll. Ich will jetzt die ganze Zeit nicht so auf den Boden gucken, Alter. Soll ich so einen auf den hier machen? Komm, ich mach einen auf den hier. So, erstmal Grafik. Das ist ein Handyspiel, ja. Also Spiel, Anführungszeichen. Ist ein Handy, eine Handy-App. Willst du erwarten? Und es ist, glaube ich, auch noch nicht mal die Garage. Kann man mich überhaupt hören jetzt? Das ist auch, glaube ich, noch nicht mal die Garage, die wir im Spiel haben. Weil die ist halt so ein bisschen abgespeckt. Hier steht gar nichts, ne? Alles leer. Und in dem Gameplay-Trailer haben wir gesehen, das ist so eine größere Garage, wo mehrere Autos eigentlich drin stehen. Oder ist das der Showroom hier? Warte mal. Showroom? Ach, nee, doch nicht. Ja, zur Werkstatt am Monaco. So. Was können wir machen? Wir können. Was können wir? Ein Foto machen oder was? Willkommen im Capture Lab. Nee, ach du Scheiße, kannst du auch noch ein Video aufnehmen oder was? Nee, komm, Digga, zurück. Zurück, Bruder. Jetzt muss ich hier ein Foto machen oder was?
Ey, Digga, ich weiß nicht, wie ich das hätte, weil mein scheiß Mikrofon ist hier, Alter, warte mal. So. So, so geht das, ne? Guck mal hier. Lackierung, Teile, Folie. Ja, wir müssen erstmal Teile, ne? Was ist das denn für eine Frage? Teile. So, wir können jetzt, so haben sie es gesagt, alle Teile einbauen, die du auch im Spiel machen kannst, ne? Was ist denn das hier? Zahnrädchen, achso, Standard. Dieses Teil ist nicht kompatibel mit Stoßfinger. Geht das schon richtig gut los. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich bin aber am Stoßfinger. Ach, ich bin bei der Lippe. Ach, hier unten muss ich swipen. Wo fängt der denn an? Der fängt bei der Lippe an, ne? Motorhaube, Junge. Okay. Ja, wir werden einfach mal so ganz grob nur ein bisschen einfach mal durchgucken, was man so machen kann. Ich will jetzt hier nicht irgendwie so ein heftiges Auto tun. Wir gucken einfach mal, was hier so geht, ne? Ja, mach doch die Seilbahn hier, was ist da los? Ja, so. Grill. Oh, da ist aber mager, ne? Ändert sich nichts, weil ich glaube, wir brauchen erst eine Frontstoßstange. Rocket. Komm, wir machen. Oh, das sieht aber eklig aus, ne, oder? Vielleicht sieht es auch am Handy nur scheiße aus, aber Rocket Bunny ist kritisch irgendwie. Aha, aha. Ah ja. Nochmal Rocket Bunny. Komm, wir nehmen das hier. Ich kann halt nicht lesen, was das ist, aber wir nehmen das. Lippe. Ne, warte mal. Jetzt muss ich nochmal zu Grill zurück, Bruder. Ja, okay. Tut sich nichts. Keine Ahnung. Bauen wir ein. Stoßfinger, Lippe. Geht nicht. Ah ja, die geht schon mal. Carbon, Carbon. Ja, bauen wir hier Carbon. Scheinwerfer. Ja, ich habe den Wagen auch schon im Payback mal getun. Deswegen weiß ich ungefähr, was im Payback so geht. Die Scheinwerfer sind alle schön. Alles schöne Scheinwerfer. Der gefällt mir am besten, glaube ich. Ich glaube, wir nehmen den, ne? Keine Ahnung, was das soll. Ist auch wieder. Ist nicht 100% ausgereift hier, man merkt das schon, ne? Hier, Halbschlaf ist schon mal gut. Ah, ich weiß. Das sind alles verschiedene Farben, genau. Das können wir jetzt aber nicht sehen, weil das Spiel so schlau ist und die Scheinwerfer nicht aufmacht. Aber egal, wir nehmen eh so, so halb offene hier. Gibt's auch schwarze? Komm, ne, was wird denn nehmen? Gelbe, auch nicht schlecht. Kotflügel. Hm, das Rocket Bunny schon geil, ne? Was kann man denn hier noch machen? Guck mal, die Marke habe ich auch vorne dran. Das passt also zusammen. Ich kann die Marke nicht lesen. Also jetzt haben wir hier Seitenschweller. Rocket Bunny, Rocket Bunny. Oder da machen wir auch die Marke dran. Wir machen jetzt hier einfach mal alles von einer Marke vielleicht. Zack, zack. Kotflügel. Ja, wie komme ich jetzt nach hinten? Lol, da hat einfach mal kurz der Pfeil. Ja, da hat er. Das ist noch nicht so ausgereift hier, die Bude, ne? Ich merke das schon, ne? Auch, dass ich jetzt hier nicht einmal rumzoome. Ja, ja, ist egal. Heckleuchte. Nein, doch nicht die Heckleuchte. Kotflügel. Was für Heckleuchte, Mann? Ich will erstmal die Schürze machen. Ja, von mir aus mache ich auch den Spoiler erst. Okay. So eine fette Frittentheke da drauf oder was? So eine voll Assi-Frittentheke. Ja, ja, gut, das ist nicht Assi, aber das ist geil. Nummernschild. Moment. Hier, damit ihr auch seht, dass ich das selber bin hier, ne? Nicht, dass hier einer sagt, der ist ja voll gefaked wieder. Oder wieder im letzten Video der Typ dann. Ja, das ist aus der Crew 2. Digga, noch nicht so ein Schwachsinn gelesen. Zocker. Fertig. So, Nummernschild. Spoiler haben wir schon. Diffusor. Digga, was ist denn mal mit einer Schürze, Alter? Die Sortierung ist ja komplett bescheuert hier. Stock. Nehmen wir auch die Marke. Ja, wir machen jetzt hier mal einheitlich, ne? Ein Pott. Wir brauchen einen riesen Pott. Ey, wäre lustig, wenn es jetzt wie bei Payback diesen komischen Auspuff gibt, der so einen Meter hinten rausguckt und nach oben noch. Den gab's da nämlich, glaube ich. Naja, geht schon los. Ahaha. Naja, da war er ja schon. Weißt du was? Warte mal, wie sieht denn der aus von der... Ach, guck mal. Ja, komm, dann ist das von derselben Marke hier passt. Nix Hinterräder. Was ist denn mit einer Heckschutz? Also, nee, warte, haben wir schon. Ne? Diffusor, so. Ja, das und das. Ja, komm, nehmen wir das. Warte mal, die Lampen. Oh, Bruder, ich komme nicht klar. Guck mal hier, das ist doch geil. Die Grafik ist schon ein bisschen gibbelig, ne? Aber da ist ein Handy, das ist okay. Nicht, dass einer denkt hier irgendwie, das sieht dann im Spiel genauso aus oder so, ne? Ey, mein Handy wird gerade übertrieben heiß, Alter. Hinterräder. Bruder, BBS-Felgen. Bruder, hau ab.
Oh, was ist das denn? Ach du Scheiße. Nee, BBS. Ja, nee. Nee. Ja! Oh, ja, okay, das ist noch besser, ne? So, dann können wir jetzt hier noch. Da kann man noch irgendwas größer machen. Oh, skalieren. Oh, ist gar nicht mal so groß. Aber ich denke mal, den Wagen kann man schon fett tiefer legen. Farbe sparen wir uns jetzt einfach mal, weil ich finde die so, wie sie sind, nämlich eigentlich ganz geil. Was haben wir denn jetzt? Ach so, Reifen. Wir nehmen auf jeden Fall eine gelochte, weil wir sind ja nicht von gestern. Und Brembo, aber in Rot. Ja, hier, so, genau. Geht noch mehr? Nein. Dann vorne. Machen wir das selber auch nochmal eben rein hier. Ja, haben wir das schon. Vorderräder. Außenspiegel. Ja, Shidori. Okay. Keine guten Erinnerungen, wenn ich an diese Marke denke, Alter. Ich denke da immer nur an Tuning-Karten. Das war's. Nein! So. Ja, und jetzt? Fertig. Ah, guck mal hier. Guck mal, wie schön, Alter. Baba-mäßig, Alter. Erstes Handy-Tuning, weiß ich, glaube ich. Digga, ich hab, ey, ist mal unscheiß. Ich habe mir schon immer so ein Handyspiel gewünscht, wo man einfach so Autos auftun kann, wenn man so unterwegs ist, ne? Das ist geil eigentlich, Alter. Ob man die auch fahren kann, müssen wir mal gucken, ne? Aber ich glaube eher nicht, ne? Stents. Ja, Stents hier. Ja, das ist jetzt eine Sache, da habe ich mir echt... Ich habe gehofft, ich habe nicht daran geglaubt, dass es das gibt, aber ich habe gehofft, dass du den Wagen nicht nur insgesamt tiefer legen kannst, sondern nur vorne oder nur hinten, so wie du möchtest. Aber geht wirklich nur insgesamt, ne? Ja, scheiß drauf. Ah, schmackhaft. Radsturz hinten, volle Möhre. Vorne kommen auch volle Möhre. Fertig. Guck mal. Brudi. Jetzt kann man noch Lackierungen machen. Scheibentönung. Ja, die können wir schon mal ein bisschen hier so ein auf, ne? Nicht volle Pulle, weil finde ich immer dumm. So 100% ist scheiße, aber so. Ist schon mal geil. Spezifikation. Also wir machen erstmal eine Farbe. Ich glaube, der Wagen sollte vielleicht grün werden. Ja, wird da irgendwie nicht. Achso, hier Sättigung war nicht drin. Warte mal, Helligkeit. Erstmal volle Möhre. Wir brauchen den richtigen Grünton hier, so. So ein Grün. Und ein bisschen weniger Helligkeit. Ja, guck mal hier. So, Spezifikation. Was ist denn das jetzt hier? Kann man auch ranzoomen oder was? Ah ja, guck mal. Warte mal, wir machen das mal so. So. Material. Flake klein. Was ist denn Flake? Cornflake oder was? Ach ja. Ach, Flake. Ach, das sieht jetzt so aus wie so Perlmutt oder Perleffekt oder was. Gebürstetes Aluminium haben wir. Das ist geil, dass das drin ist, Alter. Das habe ich bei GTA gefeiert, Alter. Carbonfaser A1. Carbonfaser A2. Ja, hier, A1 ist halt so, ja, wenig Lackierung noch drauf. A2 ist volle Lackierung am Stissel, aber sie ist Carbon. Carbonfaser B. Die finde ich nicht schön. Carbonfaser C. Das ist aber auch geil. Es gibt wieder verschiedene einfach, ne? Verbundcarbon. Ja, habe ich doch richtig gesehen, Alter. Verbundcarbon ist dieses Forge Carbon, oder? Ist auch richtig, ne? Da habe ich doch in dem Gameplay-Trailer richtig gesehen. Guck mal, was ich für ein Auge hab, Bruder. Damast. Boah, dann hätte der aber Silber sein müssen, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Damast. Warte mal, lass uns doch mal ganz angucken. Sollen wir das einfach machen, Alter? Komm, wir machen das einfach. Scheiß drauf. Effekt einfarbig. Analogfarbwechsel. Oh mein Gott. Digga. So nice, Mann. Komplementär. Chamäleon-Lack. Oh, Bruder, wie scheppert denn das, Alter? Schillernd? Einfarbig. Ey, ich finde diese Chamäleon-Scheiße hat mich jetzt echt geflasht, Alter. Überzug machen wir noch Hochglanz. Seidenmatt. Matt. Keine, also Standard. Hochglanz. Seidenmatt. Ja, Hochglanz, würde ich sagen. Ey, das flasht mich wirklich weg, Alter. Ey, diese Effekte, ne? Und das Material hier, Damast, Carbon. Guck mal hier, Verbundcarbon sieht jetzt so auch geil aus mit dem Farbwechsel, ne? Können wir nochmal kurz durchgucken. Digga, das ist ja mal mega geil, Alter. Oder hier, gebürstetes Alu auch. Oh, das ist auch geil, ne? Gebürstetes Alu. Chrom, habe ich auch ganz vergessen vorhin. Ich bleib trotzdem beim Damast. Das sieht ein bisschen dulli aus, ja. Du bist ein bisschen hypnotisiert, aber ich finde das echt geil.
Das sieht, also in Silber oder Schwarz wäre das am besten. Aber ich glaube, ich kriege das am Handy nicht so gut hin. So, fertig. Was können wir jetzt? Wir können noch eine. Wir können eine Folie drauf machen. Ich glaube, ich werde keine. Aber ich will einfach. Wir müssen ja mal kurz hier demonstrieren. Ne? Wir können ja mal. Wir können ja dem Boy hier ja mal ein schwarzes Dach verpassen oder was. Guck mal, Fenster geht auch. Wir können die Scheiben tönen. Wir können auch nur hinten. Das mache ich jetzt mal, Alter. Ich töne jetzt mal die Scheiben hinten. Bekannte Symbole, Alter. Geil. I like it. Ja, das ist ein bisschen laggy hier. Ich hoffe, mein Akku hält überhaupt. Ach, du Scheiße, da am Lecken. Oh, iPhone 10 am Start. Rasiert überhaupt nicht. Aha. Kann man jetzt mit einem. Ah, mit dem Finger kannst du verschieben. Und mit dem Finger kannst du das auch größer und kleiner machen. Digga, das ist geil. Und vor allem, ey. Jetzt wissen vielleicht die Leute, die von The Crew 2 kommen, wie geil das bei Need for Speed ist, hier Folie auf die Fenster zu machen, ja? Da wird nämlich nicht mal eben der Rest mit lackiert, ne? So, geil. So muss das sein und dann schwarz, so. So, jetzt haben wir alles gemacht, was du optisch an dem Fahrzeug machen kannst. Wie gesagt, also, Leistung kann man jetzt hier nicht machen, ne? Das heißt, du kannst auch den Wagen jetzt wahrscheinlich nicht... Ja, das ist ein Nissan, richtig. Du kannst jetzt den Wagen auch wahrscheinlich nicht irgendwie mal... testen oder so, ne? Also mal irgendwie so mal Gas geben zumindest oder was, ne? Dieses Auto deinem Showroom hinzufügen. Showroom sind 5 Favoriten. Ja, mach doch, mir doch egal. So. Du kannst jetzt hier nichts anderes machen. Was haben wir da oben rechts? Aktivitätsmonitor. Bleib in der Werkstatt aktiv, um jedes Mal, wenn du deinen Tacho auf Maximum bringst, geheime Autos freizuschalten. Je mehr du tunst, desto mehr geheime Autos schaltest du frei. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was machen hier. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wir können auch mal so ein richtig ernsthaftes Tuning machen, ja. Dann schreibt, ihr habt jetzt gerade die Autos gesehen, die ich machen kann. Dann schreibt einfach mal so Vorschläge rein, welches Auto ich mal machen soll. Und dann machen wir mal so ein richtig ernsthaftes Tuning, ja. So richtig mal so, so alles was so, ne. Jetzt war jetzt so ein bisschen Larifari, mal ein bisschen ausprobieren. Ja, finde ich aber geil. Leute. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich wollte einfach mal so kurz zeigen, was du hier machen kannst. Du kannst jetzt hier mehr nicht machen. Ja, wir können jetzt hier in dem Showroom nochmal gucken. Da sehe ich jetzt halt einfach mal meine ganzen Autos. Ja, ihr seht, ich habe jetzt nur den einen hier gerade. Und das ist cool. Das gefällt mir, Alter. Richtig geil. Also die App könnt ihr euch, wie gesagt, kostenlos runterladen. Ihr könnt Autos tunen. Das, was ich jetzt erstellt habe, könnte ich dann später im Spiel wieder übertragen, wenn ich mir den 180SX kaufe. Ja, finde ich geil. Ich finde es nice. Eure Meinung in die Kommentare und gerne Vorschläge, wenn ihr Bock habt, dass ich überhaupt noch ein Tuning dazu mache. Vielleicht wollt ihr das gar nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.